Danke, Theresa, für die nette Einführung. So lange kennen wir uns schon. Genau, also hier direkt gegenüber am Katthagen hat dieses Kochen stattgefunden und das ist auch der Ursprung des Projektes Marisha, über das ich heute erzählen möchte. Es wird kein Vortrag zum Thema Prostitution. Ihr werdet hier kein rundes Bild dieses Phänomens bekommen. Ich werde einige Zahlen liefern. Was ich aber vor allem mit euch teilen möchte, sind die Erfahrungen, die wir vor Ort auf der Straße mit den Frauen gemacht haben. Für mich war dieses Projekt und das Kochen mit den Menschen am Rande der Gesellschaft immer ein ganz großes Abenteuer mit Gott. Am 18. April 2013, vor ziemlich genau 8 Jahren, sind wir das erste Mal auf den Straßenstrich hier in Münster gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo der Straßenstrich ist. Hinterm Kino, der Albersloher Weg, führt so ein langer Weg bis zu so einer Sporthalle. Und so ab der Agravis-Tankstelle geht's los. Da stehen Frauen fast jeden Abend, die sich prostituieren. An diesem 18. April haben wir beschlossen, abends, dass wir zum ersten Mal auf diese Straße gehen. Ich war sehr aufgeregt, angespannt und auch ein bisschen ängstlich, weil ich nicht wusste, was mich abends erwartet. Ich bin morgens aus dem Haus und es war total windig. Es hat mich wirklich fast umgehauen. Und das hat mich beruhigt, dieser Wind. Ich weiß nicht, ob ihr die Biografie von Andreas Englisch zu Johannes Paul II. Kennt. Da beschreibt er ganz schön, wie Johannes Paul II. Den Wind als Präsenz des Heiligen Geistes gedeutet hat. Und mir ging es an diesem Morgen ähnlich. Es war so windig und da war für mich spürbar, okay, der Heilige Geist ist irgendwie da. Es wird heute Abend, wenn ihr auf die Straße geht, irgendwie gut werden. Wie ist das überhaupt dazu gekommen? Ich habe dieses Projekt gemeinsam mit einer Freundin gegründet, der Antonia. Und Antonia und ich kennen uns aus der studentischen Weggemeinschaft. Die Weggemeinschaft ist eine Gruppe von Studenten, die aus der Eucharistie und aus der Schrift lebt und versucht zu entdecken, was es bedeutet, mit Gott im Alltag zu leben. Theresa, du hast es schon gesagt, eine der Aktionen, die wir dann angefangen haben, war das regelmäßige Kochen mit Menschen am Rande der Gesellschaft, hier am Katthagen, direkt gegenüber. Das Besondere dieser Abende war, dass wir nicht einfach nur eine weitere Teeküche sein wollten, nicht einfach nur Essen ausgeben wollten, sondern mit den Gästen, die kommen, wirklich gemeinsam Beziehung und Gemeinschaft zu erfahren. Es gab viele Gäste, die etwas früher gekommen sind, die mit angepackt haben. Es gab Gäste, die nachher noch dabei geblieben sind und beim Aufräumen geholfen haben. Manchmal hatten wir auch nichts mehr zu essen und es sind trotzdem Gäste noch gekommen und haben gesagt, wir kommen wegen der Atmosphäre, weil wir spüren, dass etwas ganz Besonderes hier passiert. Wir haben versucht, mit den Menschen gemeinsam zu leben. Das haben Antonia und ich regelmäßig gemacht. An einem dieser Abende bin ich mit Antonia ganz zufällig auf das Thema Prostitution gekommen. Sie kam gerade aus Mexiko wieder. Sie war mit dem Professor Müller der Theologischen Fakultät mit einigen Studenten in Ghana. Jetzt muss ich kurz überlegen. Und war irgendwie in diesem Zusammenhang an einem Ort, wo sie mit Ordensschwestern zusammengelebt hat, die sich um Prostituierte gekümmert haben und um die Kinder von Prostituierten. Und sie sprach mich an dem Abend an. Stefan, stell dir vor, was ich erlebt habe. Da leben Ordensschwestern mit Prostituierten zusammen. Und die kümmern sich auch um die Kinder. Ganz liebevoll, ganz toll. Bei all dem Schrecklichen, was die Frauen erleben. Da habe ich sie gefragt, weißt du eigentlich, dass es in Münster einen Straßenstrich gibt? Dass es hier auch Prostituierte gibt? Und sie guckte mich an. Ah, nee, wo denn? Ich habe zu Studienzeiten früher in der Böselburg gewohnt, ganz hinten am Aasee, in der alten noch, in dieser alten Burg. Wenn ich mit Freunden ins Kino gefahren bin, immer über die Umgehungsstraße. Und da waren damals immer einige Frauen, die da standen, die uns zugewunken haben. Daher wusste ich, dass es Prostitution auf der Straße in Münster gibt. Antonia war sofort Feuer und Flamme. Wir sind am gleichen Abend ins Auto gestiegen und sind auf die Straße gefahren, haben uns die Situation vor Ort angeguckt. Und es hatte was von einem Eintauchen in eine ganz fremde Welt.
Man fährt mit dem Auto lang und es kommen so Frauen aus den Gebüschen heraus und winken einem zu. Wir sind einmal hingefahren, dann wieder zurück und es war Totenstille. Wir konnten nichts sagen, bis dann einer von uns beiden das Wort ergriff und sagte, lass uns doch mal gucken, wer die Frauen sind und ob die irgendetwas brauchen. Man würde vielleicht sagen, wir beide haben irgendwie eine soziale Ader, wir haben das hier mit dem Kochen gemacht und irgendwie war es uns ein Anliegen zu erfahren, wer sind die Frauen eigentlich. Das hatten wir an dem Abend klar. Wir wollen das in Erfahrung bringen. Aber wie macht man das? Kann man da einfach hingehen zu den Frauen? An einen Ort, wo man nicht weiß, wie stark die kriminelle Energie im Hintergrund ist? Also haben wir uns informiert. Wir haben mit dem Ordnungsamt, mit der Polizei, mit der Caritas gesprochen und haben einen Eindruck davon bekommen, dass zumindest keiner weiß, wer die Frauen sind vor Ort. Das heißt, kein Projekt, keine Menschen, die regelmäßig da sind. Wir wussten, dass die Caritas irgendwann mal an Weihnachten Kaffee verteilt hat. Aber niemand, der regelmäßig vor Ort ist. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Dann haben wir Kontakt aufgenommen zu zwei Vereinen, die sich um Prostituierte kümmern. Einmal Solvodi in Duisburg und dann die Mitternachtsmission in Dortmund. Und das waren zwei ganz bewegende Begegnungen. In Dortmund ist uns eine 25-jährige Sozialarbeiterin begegnet, die regelmäßig auf dem Straßenstrich in Dortmund unterwegs ist. Auf dem Straßenstrich in Dortmund auf einer Länge von 400 Metern standen damals 70 bis 80 Frauen rund um die Uhr. Im Vergleich Münster auf einer Länge von 2,5 Kilometern, vielleicht 10, 12, wenn es hochkommt, 15 Frauen. Ich sag mal in der Zeit zwischen 9 und 2 Uhr nachts. Diese Sozialarbeiterin hat uns Verschiedenes erzählt, was auf dem Straßenstrich so passieren kann. Unter anderem hat sie zwei Schießereien erlebt und fast täglich wurde da das Messer gezogen. Das kriegt man dann so mit. In Duisburg war es etwas anders. In Duisburg sind wir der ersten Prostituierten begegnet, die mit uns im Büro saß. Eine Mitte-20-Jährige, die Opfer der Loverboy-Methode geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Loverboys, das sind Männer, die gezielt junge Frauen aussuchen, die sich dann im jungen Alter in sie verlieben. Und wenn sich eine junge Frau im Alter von 15, 16 zum ersten Mal verliebt in einen Mann, bestimmt der Mann, wo es lang geht. Das war bei dieser Dame so. Sie konnte sich nicht von dem Mann, von ihrem Zuhälter lösen und war von der Arbeit, die sie seit Jahren getan hat, vor Ort geprägt. Ihr ganzes Männerbild, alles, was sie gesagt hat, war von ihrer Arbeit geprägt. Sie hatte ein kurzes Hemd an, ein T-Shirt. Wir waren im Winter da bei Minusgraden. Wir hatten alle Jacke und Schal, Mütze. Und sie lief da im T-Shirt rum. Und dann fragte mich die Sozialarbeiterin, Stefan, ist dir was aufgefallen? Nee, was denn? Ja, die läuft hier nur im T-Shirt rum. Ja, habe ich gesehen. Weißt du, wieso sie das tut? Nee. Sie weiß gar nicht, dass ihr kalt ist. Wenn du sie fragen würdest, wie geht's dir, würde sie sagen, weiß ich nicht. Die Frauen werden teilweise auf diesen Beruf vorbereitet. Sie lernen es abzustumpfen. Sie werden mehrfach vergewaltigt und darauf vorbereitet, was sie dann auf der Straße tun. Der Fachbegriff heißt, sie werden eingeritten. Das war unser erster Kontakt mit einer Prostituierten im Büro bei einer Sozialarbeiterin in Duisburg. Diese Sozialarbeiterin hat uns sehr, sehr gut auf den ersten Gang auf die Straße vorbereitet. Weil man das nicht einfach so tun kann. Das muss man schon gut vorbereiten und gut überlegen, wie man das machen kann. Da gibt es unterschiedliche Punkte, die man bedenken muss. Wir waren zu zweit, Antonia und ich. Wenn man als Mann auf der Straße auftaucht, wird man entweder als Kunde wahrgenommen oder als fremder Zuhälter, der die Frauen klauen möchte und mitnehmen möchte. Damit mussten wir uns auseinandersetzen. Wie machen wir das? Wie tauchen wir vor Ort auf? Die Sozialarbeiterin sagte, macht es ganz einfach. Kocht eine Kanne Kaffee
und geht einfach hin und sprecht die Frauen an, als Mann und als Frau. Antonia soll den Erstkontakt herstellen zu den Frauen, weil sie als Frau eine einfachere Beziehung zu den Frauen hat. Stefan, halt du dich zurück im Hintergrund und du kannst dann den Kaffee fertig machen und einfach freundlich und nett sein. Das habe ich die ersten Wochen, in denen wir vor Ort waren, auch gemacht. Ich habe mich eher zurückgehalten und geguckt, wie Antonia den Kontakt zu den Frauen herstellt. Was die Sozialarbeiterin in Duisburg zum Abschluss noch sagte: Stefan, Antonia, ich habe eine Sache noch vergessen. Ja, was denn? Er zieht Turnschuhe an. Ja, wieso denn? Damit ihr wegrennen könnt. Ich dachte, okay, gut. Die Turnschuhe hatte ich immer an. Ich kann vorweg sagen, dass wir kein einziges Mal weggelaufen sind. Es gab schon brenzliche Situationen, aber wir mussten nie wirklich wegrennen. Dann sind wir das erste Mal auf der Straße, 18. April. Wir sind im Auto, einige Studenten der Weggemeinschaft mit dabei, wir haben noch ein Gebet gesprochen. Und dann sind Antonia und ich losgegangen. Eine Tasche mit Kaffee. Wir haben eine Visitenkarte vorbereitet mit unseren Alias-Namen. Wir sind nicht als Stefan und Antonia aufgetreten, sondern als Josef und Elisa. Wir wollten unser Privatleben von diesem Projekt trennen, weil wir nicht einschätzen können, wie hoch die kriminelle Energie ist im Hintergrund. Das wussten wir nicht. Deswegen haben wir uns andere Namen gegeben. Josef und Elisa, wir hatten eine Telefonnummer, ein Projekthandy und dann, ich glaube, in 6 verschiedenen Sprachen den Spruch: Wenn du Fragen hast, ruf an. Was auch bedeutet, wenn du Schwierigkeiten hast, ruf an. Wir haben diese Visitenkarten verteilt und sehr beeindruckend war tatsächlich die erste Frau am ersten Abend, der wir begegnet sind. Also ich war schon aufgeregt und angespannt. Wir sind am Kino losmarschiert, zu zweit, wir waren im Gespräch und man weiß nicht, was da gleich passiert. Ich kannte die Geschichten aus Dortmund mit einem Messer und mit einer Schusswaffe. Und dann geht man los und dann geht einem alles Mögliche durch den Kopf. Man betet vielleicht auch nochmal, dass alles gut wird. Dann haben wir die erste Frau angesprochen, direkt an der ersten Bushaltestelle. Sie hat sich uns als Maria vorgestellt. Kurze Zeit später haben wir erfahren, dass sie nicht Maria heißt, das ist aber nicht so wichtig. Sie hat einen Kaffee von uns bekommen, sie hat die Visitenkarte bekommen. Und was beeindruckend war oder was mich so innerlich froh gemacht hat, dass sie uns nonverbal zu verstehen gegeben hat: Ich freue mich gerade, dass ihr da seid, dass ihr gar nichts von mir wollt, dass ihr mit mir nichts ausverhandeln wollt, dass ich einfach so mit euch Kaffee trinken kann. Es war eine bulgarische Frau, die kaum Deutsch gesprochen hat, aber sie hat das nonverbal zu verstehen gegeben. Das war unsere erste Begegnung auf dem Münsteraner Straßenstrich. Eine Frau, die Maria heißt, die uns anstrahlt. Dann sind wir weitergegangen, unter der Unterführung durch, gegenüber vom Aldi, die nächste Bushaltestelle. Da standen, ich glaube, 3 Frauen war es. Antonia hat wieder angefangen, mit den Frauen zu sprechen. Ich halte mich zurück. Mein Job war es, ins Gespräch zu gehen, wenn ein Zuhälter auftaucht. Das konnte nämlich immer passieren. Das sagte die Sozialarbeiterin aus Duisburg: Ihr müsst davon ausgehen, dass ihr ständig beobachtet werdet. Manchmal werdet ihr die Autos sehen im Hintergrund, meistens aber nicht. Und wenn ihr mit den Frauen sprecht und das Telefon klingelt, dann wisst ihr ganz sicher, dass das der Zuhälter ist, der gerade wissen will, wer ihr seid. Okay. Wir stehen an dieser Bushaltestelle. Ich drehe mich kurz nach links und sehe, ich weiß nicht, nach 2 Minuten eine immer dunkler werdende Gestalt auf uns zukommen. Also wirklich so ein kleiner Bodybuilder. Da wusste ich, okay, jetzt bin ich gefragt. Auf diesen Mann muss ich dann zugehen und ihn ansprechen. Es war eine sehr kurze Begegnung. Natürlich geht da ganz viel Kopfkino durch den Kopf. Der Mann kam, hat sich die Visitenkarte angeguckt, hat irgendwie die Frauen was gefragt. Ich habe dem Mann einen Kaffee angeboten. Der hat irgendwie freundlich abgelehnt und ist dann wieder gegangen. Das war unsere erste Begegnung mit einem Zuhälter. Also recht harmlos. Und ist dann wieder verschwunden. Wir haben von Anfang an gemerkt, dass die Frauen uns gegenüber sehr offen sind, dass sie sich freuen, dass wir da sind.
Auch da wussten wir, dass es andere Erfahrungen geben kann. Es hätte sein können, dass die Frauen uns anschreien, uns anspucken, uns verjagen. Das hat es alles in anderen Städten gegeben. Das haben wir hier in Münster nicht erfahren. Also von Anfang an eine gewisse Offenheit, wenn auch nicht bei allen Frauen. Aus unterschiedlichen Gründen. Eine der Frauen, die arbeitet vor Ort im Wohnwagen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr den Wohnwagen mal gesehen hinten an der Siemensstraße, gegenüber vom Mediamarkt. Und wir haben überlegt, sollen wir da auch hingehen? Ja klar, wenn das Licht da an ist, gehen wir auch hin, sprechen Sie an. Wir sind hingegangen, haben angeklopft. Sie macht die Tür auf. Das war ihre Haltung. Geht bitte weiter, ich will nichts mit euch zu tun haben. Und haben gesagt, okay, dann gehen wir weiter. Und zwar klar, wenn wir die Frauen ansprechen, wir wollen nicht eine Situation kaputt machen. Wenn die Frau sich unwohl fühlt, dann gehen wir direkt weiter. Wir würden nie in ein Kundengespräch reingehen. Wenn wir merken, dass die Frauen nervös werden, weil schon das fünfte Auto hinter uns vorbeifährt, dann wussten wir immer, okay, wir müssen dann langsam wieder los. Und in der Situation war auch klar, geht weg. Beim nächsten Mal war im Wohnwagen wieder Licht. Antonia, was machen wir? Wir gehen nochmal ein, klopfen an. Sie macht die Tür auf. Wer seid ihr eigentlich? Ja, wir sind die und die vom Projekt Marisha. Ah ja, möchten Sie einen Kaffee haben? Ja. Und dann haben wir zusammen einen Kaffee getrunken und sind dann weitergegangen. Beim dritten Mal haben wir wieder überlegt. Gehen wir da nochmal hin? Ja, ne? Das war so gut beim letzten Mal. Haben angeklopft. Ach, ihr schon wieder. Kommt rein. Dann saßen wir eine halbe Stunde bei ihr im Wohnwagen, haben Kaffee getrunken, haben eigentlich nur zugehört. Sie hat uns Geschichten von der Straße erzählt, wie sie verprügelt wurde, wie Kunden nicht das Abgemachte bezahlt haben. Ganz viele Geschichten. Wir saßen eine halbe Stunde bei ihr. Es war alles sehr rot, dekoriert, rote Herzen, ganz viel Bling Bling. Es war körperlich schon eine herausfordernde Situation, aber in der ersten Zeit von Marisha ein absolutes Highlight für uns. Weil wir gemerkt haben, dass die Frau Vertrauen aufbaut. Weg von diesem, geht bloß weg, hin zu dem, ja klar, kommt rein. Kommt in meine Lebenswelt, ich teile ein bisschen was mit euch, das, was ich habe. Und es ist bis heute so, dass wenn sie da ist, wir dann mit ihr ein bisschen Zeit verbringen und gemeinsam Kaffee trinken. Wie begegnen wir den Frauen eigentlich? Wir sprechen sie an, wir kommen ins Gespräch. Und da steckt auch eine gewisse Haltung bei uns dahinter. Und diese Haltung wird an einer Geschichte deutlich, die ich erzählen möchte. Es rief uns eine Frau an. Sie hatte ein gesundheitliches Problem und musste operiert werden. Wir haben einen OP-Termin vereinbart, 2 Stunden im Facharztzentrum gegenüber vom Franziskus. Und ich habe sie dort abgeholt. Wir mussten unten ein bisschen warten im Erdgeschoss oder im Kellergeschoss war das, glaube ich, sogar. Sie kam dann irgendwann raus, wurde begleitet von einer anderen Frau. Da habe ich übrigens beide Frauen zum ersten Mal in ungeschminktem Zustand gesehen. Auf der Straße meistens sehr aufgetakelt und da zum ersten Mal, wie sie wirklich aussehen. Und da sieht man schon, dass das, was da getan wird, auf der Straße Spuren hinterlässt, auch körperlich. Das sieht man. Wir haben sie abgeholt und wir mussten in den 2. Stock im Facharztzentrum. Und wir sind in einen Fahrstuhl rein. Unsere Übersetzerin, die Dame, die wir begleitet haben, ich war dabei und ich glaube noch 6 oder 7 andere Frauen, davon 2 Krankenpflegerinnen und die anderen wurden auch alle irgendwie operiert. Wir fahren in den 2. Stock und der Fahrstuhl bleibt stecken. Der geht nicht wieder auf. Es ist mein größter Horror, in engen Räumen im Fahrstuhl stecken zu bleiben. Und da ist das passiert. Die Tür geht nicht auf, wir haben auf den Alarmknopf gedrückt, irgendwann hat die Feuerwehr gesagt, die kommen bald. Und dann stand ich da, als einziger Mann mit 9 Frauen und mir wurde ein bisschen schummrig. Ich habe wirklich weiche Knie bekommen, weil ich kann das in engen Räumen, das ist nicht mein Ding. Man merkt dann langsam auch nach einer gewissen Zeit, dass die Luft enger wird. Die Frauen haben dann die Jacken ausgezogen. Also es wird wirklich sehr unangenehm. Und dann habe ich etwas getan, was sehr zur Erheiterung beigetragen hat. Ich habe mich hingelegt. Ich habe gesagt, meine Dame, es tut mir leid, aber ich
Ich habe Probleme in engen Räumen, ich muss mich hinlegen. Dann bin ich auf den Boden gelegt. Total die skurrile Situation. Der einzige Mann in dem Raum zeigt Schwäche und legt sich hin. Ich habe versucht, die Situation noch ein bisschen zu überspielen. Ich habe 2, 3 Witze erzählt und dann haben irgendwie auch alle gelacht, aber uns war nicht nach Lachen zumute. Außer einer Frau. Und das war die Frau, die operiert wurde, die uns angerufen hat von der Straße und gesagt hat, sie braucht einen OP-Termin. Ich bin ihr vorher 2 oder 3 Mal auf der Siemensstraße begegnet, mit einem sehr ausdruckslosen Gesicht, sehr emotionslos, ohne viel Regung im Gesicht. Und in der Situation, in dem Fahrstuhl, liege ich da auf dem Boden. Sie hat dann immer so zu mir rüber geguckt und dann gingen die Mundwinkel nach oben und die Augen strahlen. Und jedes Mal, dann ging der Kopf wieder zurück und dann guckte sie wieder darunter und fängt wieder an zu lächeln. In der Situation da unten wusste ich, okay, das hat alles einen Sinn hier gerade, aber es hat sich trotzdem nicht so gut angefühlt. Es hat ungefähr 1 Stunde gedauert, bis wir dann von der Feuerwehr gerettet wurden. Es ging dann auch alles gut und wir konnten uns dann auch setzen, was trinken. Und jedes Mal, wenn die Frau sich zu mir gedreht hat, gingen die Mundwinkel nach oben und die Augen fingen an zu strahlen. Ich habe dann abends mit Antonia telefoniert und habe ihr das erzählt. Sie war nicht dabei bei diesem Termin. Stefan, hast du gut gemacht. Genau das ist das, was wir wollen. Den Frauen ein bisschen Würde zurückgeben, dass die Frau auch mal über einen Mann lachen kann. Sie war in der Situation die Starke. Ich habe mit der Übersetzerin gesprochen, sie sagte, in Bulgarien bleibt man jede Woche mindestens einmal im Fahrstuhl stecken. Das ist alles kein Problem. Und sie konnte da über dich lachen. Du bist der starke Mann sonst immer. Und da zeigst du Schwäche und sie kann über dich lachen. Ihr Männerbild geprägt durch das, was sie auf der Straße erlebt. Das heißt, sie ist die Schwache. Sie ist diejenige, die ausgenutzt wird. Und da erlebt sie genau das Gegenteil. Sie kann Stärke zeigen. Sie konnte über mich lachen. Ich sage, gut, wenn das für irgendetwas gut war, dann kann ich mich darauf einlassen. Das ist die Haltung, in der wir den Frauen begegnen wollten. In Liebe, vielleicht auch in einer demütigen Liebe, die den anderen groß machen möchte. Und in dieser einen Situation ist das tatsächlich sehr konkret geworden. Nach diesem Termin bin ich der Frau nie wieder begegnet. Und ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, ob sie die Stadt gewechselt hat, ob sie einen Zuhälter irgendwohin mitgenommen hat, ob sie selber entschieden hat, irgendwo anders hinzugehen. Ich weiß es nicht. Und das ist eine Grundfrage, die wir auf der Straße erlebt haben. In die Beziehung zu gehen, zu merken, es passiert etwas und am nächsten Tag ist irgendwie alles vorbei. Und man weiß nicht, ob es für irgendetwas gut war, man weiß nicht, wo die Frau jetzt ist. Nenn mal ein anderes Beispiel. Wir haben mindestens 5 Frauen beim Ausstieg geholfen. Das ist meistens so gewesen, dass die Frauen sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, wir wollen das nicht mehr tun, was wir da tun. Wir wollen raus, wir wollen was anderes. In einer Situation stand eine Frau mit einer gepackten Rewe-Tasche vor dem Büro unserer Sozialarbeiterin und sagte, ich will weg, könnt ihr mir helfen? Ja klar. Wir mussten eine Unterkunft finden. Wir haben sie außerhalb von Münsters im Bistum Münster in einer anderen Stadt untergebracht, weil sie Angst hatte, in Münster von den Zuhältern, die sie gesucht haben, gefunden zu werden. Es wurde ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Das hat sich auf der Straße rumgesprochen. Die sollte gefunden werden. Und die hatte panische Angst. Wir haben sie in einer anderen Stadt untergebracht. Ich glaube fast 2 Wochen. Wir mussten ihr so Sachen wie im James Bond-Film, also Handy wegnehmen, damit sie mit GPS nicht geortet werden kann. Und wir haben sie versorgt, wir haben etwas für sie organisiert in einem anderen Teil von Deutschland, dass sich ein anderer Verein um sie kümmern sollte. Wir sind dann nach Köln mit ihr gefahren, haben sie da in einen Zug gesteckt und von da ist sie mit dem Zug an den Bestimmungsort gekommen. Wurde da in Empfang genommen und dort sollte sich um sie gekümmert werden. Das wurde auch getan und mehr wussten wir nicht. Sie war in guten Händen. Dann hat es, glaube ich, 1 Monat gedauert, bis ich erfahren habe,
dass sie wieder da ist. Dass sie hier an der Siemensstraße wieder steht und arbeitet. Da habe ich gemerkt, das kostet mich unglaublich viel. Und das ist so herausfordernd, zu investieren, zu helfen und zu merken, dann trifft jemand aber wieder eine andere Entscheidung und kehrt zurück in einen Bereich, in dem sie sich auskennt, in dem sie seit Jahren unterwegs ist. Und sie wurde gelockt. Die Zuhälter haben das sehr schlau gemacht. Die haben sie erst unter Druck gesetzt, haben Kopfgeld ausgesetzt und dann haben sie eine andere Masche gefahren. Sie haben sie irgendwie über soziale Netzwerke gefunden und haben aus ihr eine Königin gemacht. Komm zurück, du kriegst ganz viel Geld, du kriegst ganz viel Schmuck, du kriegst eine neue Uhr. Das haben wir gemerkt, als wir dann sie wieder gesehen haben auf der Straße. Ganz viel Schmuck und sie hat sich gut gefühlt. Das war für mich eine große Herausforderung, weil ich gemerkt habe, okay, du versuchst etwas, aber das Ganze ist auch irgendwo begrenzt und auch von der Freiheit der anderen, der Frau abhängig, wenn sie wieder zurück will. Eine andere Herausforderung war, mitzubekommen, dass Frauen oft nach Bulgarien fahren, um wieder mal abzutreiben. Die meisten der Frauen sind sexuell nicht aufgeklärt. Viele auch können überhaupt gar nicht lesen und schreiben, ihre eigene Heimatsprache nicht. Und da habe ich gemerkt, da komme ich auch innerlich an meine Grenzen. Wir versuchen zu begleiten, zu betreuen und auch da wieder, wenn die Frau das machen möchte, dann ist das so. Und es gab eine Situation, wir machen das seit 8 Jahren, eine Situation, da haben wir eine Frau begleitet, die ist schwanger geworden. Und wir haben mit Gesprächen einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass sie sich dazu entschieden hat, ihr Kind zu bekommen. Und sie ist ausgestiegen aus dieser Arbeit. Das war für uns ein weiteres Highlight in diesem Projekt. Dafür etwas tun zu können, dass ein Kind leben darf. Ich habe jetzt von einigen Frauen erzählt. Und jede Frau hat ihre eigene Geschichte. Einige haben einen Zuhälter, die anderen nicht. Bei einer Frau ist das der Freund, der sie begleitet. Es gab auch eine Frau, die einmal die Woche gekommen ist mit einem Anfahrtsweg von 2 Stunden, die sich prostituiert hat, um das Studium ihrer Tochter zu finanzieren. Also jedes Gesicht eine eigene Geschichte. Für mich waren die Begegnungen mit den Frauen vor Ort Begegnungen mit Gott. Wenn ich in die strahlenden Gesichter geschaut habe, diese Freude und Fröhlichkeit gemerkt habe, habe ich mich gefragt, wie kann das sein an diesem Ort, wo Frauen missbraucht werden, sich prostituieren müssen und dann trotzdem eine Einfachheit, eine Freude ausstrahlen dürfen. Das waren für mich konkrete Gottesbegegnungen. Wie viel Zeit habe ich noch? Dann ende ich mit einem kleinen Gedanken. Ich habe angefangen damit, dass für mich das ganze Projekt ein Abenteuer mit Gott war und auch immer noch ist. Und ich finde es spannend, Menschen zu begegnen und in Menschen Jesus zu sehen. Auf der Straße, die Obdachlosen, die Menschen am Rande und auch die Prostituierten. Und ich bin sehr dankbar, dass ich vieles in Münster erfahren durfte, dass ich Jesus erfahren durfte im Gebet, in der Eucharistie, in den Sakramenten. Und gleichzeitig Jesus erfahren durfte dort, wo die Not am größten ist, wo die Menschen wirklich am Rande stehen. Es ist so, als würde ich in jeder Anbetung, in jeder Eucharistie eine Lampe geschenkt bekommen. Und mein Nächster ist quasi so etwas wie die Steckdose. Und wenn ich die Lampe reinstecke, dann leuchtet die Lampe. Und aus meiner Erfahrung heraus leuchtet diese Lampe besonders hell,
wenn ich Menschen am Rande der Gesellschaft begegne.